Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Possessivartikel an. Unten findet ihr den Link, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Fangen wir also an. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv im Singular und im Plural. Mein, meinen, meinem, meines. Meine, meine, meinen, meiner. Dein, deinen, deinem, deines, deine, deine, deinen, deiner. Sein, seinen, seinem, seines, seine, seine, seinen, seiner. Ihr, ihren, ihrem, ihres, ihre, ihre, ihren, ihrer. Sein, seinen, seinem, seines. Seine, seine, seinen, seiner. Unser, unseren, unserem, unseres. Unsere, unsere, unseren, unserer. Euer, euren, eurem, eures. Eure, eure, euren, eurer. Ihr, ihren, ihrem, ihres. Ihre, ihre, ihren, ihrer. Ihr, ihren, ihrem, ihres. Ihre, ihre, ihren, ihrer. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und wenn es so ist, schreibt mir unten bitte in die Kommentare einige Sätze. Gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Kasus oder Fälle an. Im Deutschen gibt es 4 Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Diese seht ihr oben links in grün. Und jetzt die dazu passenden Fragen: Nominativ, wer? Akkusativ, wen? Dativ, wem? Genitiv, wessen. In der Mitte in Rot seht ihr die Artikel, die bestimmten Artikel. Nominativ, der, die, das, die. Akkusativ, den, die, das, die. Dativ, dem, der, dem, den. Und Genitiv, des, der, des, der. Und auf der rechten Seite in Blau seht ihr die Possessivartikel. Possessivartikel werden hier nur in Maskulin und Feminin aufgeführt. Possessivartikel funktionieren genauso wie zum Beispiel Wörter wie kein oder ein. Nominativ: mein, meine. Akkusativ: mein, meine.
Dativ, meinem, meiner. Genitiv, meines, meiner. Und jetzt zur Verwendung. Nominativ, das Verb sein. Das ist der beste Student. Ist verlangt einen Nominativ, der beste Student. Akkusativ treffen. Er trifft den berühmten Star. Treffen verlangt einen Akkusativ. Den berühmten Star ist Akkusativ. Dativ helfen. Er hilft dem älteren Herrn. Helfen verlangt einen Dativ. Dem älteren Herrn ist Dativ. Genitiv. Der Genitiv zeigt den Besitz an. Das ist die Freundin des Freundes. Hier ist der Besitz in Anführungszeichen der Freund, also hier im Genitiv des Freundes. Ich hoffe, dass ihr das jetzt ein bisschen besser verstanden habt. Die Kasus sind sehr wichtig im Deutschen, weil sie einerseits mit dem Subjekt bzw. dem Objekt stehen, aber auch wie im Fall des Genitivs den Besitz anzeigen. Die Kasus stehen mit Nomen, Artikeln, aber auch mit Pronomen. Auf dem Kanal findet ihr viele verschiedene Übungen, die sich mit Präpositionen, Nomen, Adjektiven, Pronomen oder Fragewörtern beschäftigen und natürlich auch mit dem Artikel. Und in all diesen Fällen findet ihr auch immer wieder Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Viel Spaß beim Üben und ich hoffe, jetzt ist alles klar. Bis dann, ciao! Und wie immer, gebt mir ein Like und teilt das Video. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Kasus und verschiedene Präpositionen an. Im Deutschen stehen die Präpositionen mit bestimmten Kasus. Fangen wir an mit dem Akkusativ. Durch, für, gegen, ohne, um. Dativ. Aus, bei, mit, nach, seit, von. Zu, Akkusativ und Dativ, das sind die sogenannten Wechselpräpositionen, auf, über, unter, vor, hinter, in, an, neben, zwischen, Genitiv, wegen, während, anstatt oder statt, trotz, innerhalb. Und dann gibt es hier sehr, sehr viele, zum Beispiel außerhalb, oberhalb, unterhalb, aber auch Ausdrücke wie aufgrund, angesichts, zwecks und so weiter. Und jetzt einige Beispiele. Präpositionen, die fest mit dem Akkusativ stehen. Er ging durch den Wald. Durch plus den Wald, Akkusativ. Sie kommt aus dem Urlaub. Aus plus Dativ, dem Urlaub. Er fährt auf die oder auf der Autobahn. Auf die Autobahn, Akkusativ, wohin? Also das heißt, er fährt sozusagen hinein. Und er fährt auf der Autobahn, wo? Also er ist auf der Autobahn. Und zum Schluss mit Genitiv. Wegen der Hitze blieb er im Haus. Wegen plus Genitiv der Hitze. Wegen der Hitze blieb er im Haus.
Mit dieser Regel sollte es jetzt eigentlich relativ klar sein, welcher Kasus steht. Viel Spaß beim Üben! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao!